Ouch! Mein heutiger Gast hat es auch ohne klassische Schauspielausbildung zu einem der größten, tollsten, besten Filmstars dieses Landes geschafft. Und ich bin extrem froh, dass er heute hier ist. Sein neuer Film Contra startet morgen in den Kinos. Und ich werde heute mit ihm reden und ihn auf den Zahn fühlen, was ihn denn so richtig dolle nervt. Macht einen ganz, ganz großen Applaus für Christoph Maria Herbst! Hallo, hallo. Was geht ab? Tag. Setz dich gerne. Ja. Du kannst auch stehen bleiben. Nein, nein, ich würde mich einen Moment hinsetzen. Die Zeit haben wir. Leider bin ich heute allein. Mein Bruder Benny ist leider bei einer Taubenzucht gestürzt. Bei der Taubenzucht? Ja, genau. Deswegen kann er nicht da sein. Ich habe aber ein Bild dabei, damit du weißt, wie er aussieht. Und das können wir auch gerne jetzt sehen lassen. Nicht, wie Benny aussieht. So sieht er aus. Ja, natürlich. Ist ein bisschen von gestern das Foto ungefähr geschossen. Dein liebstes Shooting. Und ich stelle es mal hier auf, damit du... Oder sieht es aus, wäre er gestorben. Nee, ne? Ich habe heute ein ganz tolles Spiel vorbereitet. Und zwar siehst du vor dir drei Buzzer. Ja. Und ich werde dir gleich in jeder Spielrunde drei Szenarien vorstellen. Und du musst entscheiden, welches dieser drei Szenarien nervt dich am meisten. Okay. Verstanden? Ja. Gut. Runde 1. Blau, die bisher ausgebliebene James-Bond-Anfrage. Gelb, wenn das Projekt sehr toll und die Gage sehr scheiße ist. Oder rot, man vereinbart sich, keine Weihnachtsgeschenke zu machen und bekommt dann tatsächlich nichts. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Wie sehr schmerzt es, dass du nicht der neue Bond wirst? Oder vielleicht... Das ist ja noch nicht entschieden. Ich wollte gerade sagen, vielleicht... Also die kann ich es ja nur wirklich erzählen. Ja. Das läuft ja noch, die sind ja noch auf der Suche. Die wissen noch nicht genau, in welche Richtung es gehen soll. Mhm. Also ich habe schon noch Chancen, ja. Halte dich auf dem Laufenden. Okay. Dann hast du vielleicht einen Special Move, den du anbieten könntest als James Bond? Die klassischen halt, die klassischen. Mhm. Und ansonsten würde ich mir, sobald es entschieden ist, mir noch ein paar ausdenken. Okay, vielleicht mit zwei Händen schießen oder so? Das geht mir dann zu sehr in diese Django-Richtung. Mhm. Ich würde versuchen, schon dem Original Ian Fleming James Bond gerecht zu werden. Das ist natürlich toll. Nach einem gemeinsamen Selfie verabschiedet sich der Fan mit Danke, Herr Stromberg. Gelb, InfluencerInnen in Kinofilmen und rot im Restaurant am Wackeltisch sitzen. Was nervt dich am meisten? Ist er kaputt? Ich versuch's nochmal. Was soll das denn für eine Farbe sein? Rot. Rot, ja. Gut, du würdest rot nehmen. Wir gucken mal gerade. Ja, guck mal eben. Hab ich was kaputt gemacht? Das stellen wir natürlich alles in Rechnung. Ich bin sehr gut versichert. Schwierig, schwierig. Ich habe das Gefühl, im Restaurant sitze ich immer am Wackeltisch und dann kommt der Kellner mit dem Bierdeckel und das nervt mich extrem. Wie siehst du das? Ich habe festgestellt, dass es zunehmend immer weniger Bierdeckel gibt, das ist schwierig. Deshalb habe ich in meiner Brieftasche immer eine Auswahl der schönsten Bierdeckel. Aber du wirst auch im Restaurant an den schönsten Tisch gesetzt mittlerweile, oder? Den Status hast du doch. Musst du in Köln noch am Wackeltisch? Das stimmt, dann heißt es immer, Herr Stromberg, wir haben hier was vorbereitet und den Tisch nehme ich dann. Nervt dich das denn überhaupt noch, wenn du dann... für die Leute auf der Straße, für viele immer noch Stromberg oder so ist? Anscheinend gar nicht, sonst hätte ich ja gerade blau gedrückt. Das schleicht sich zunehmend aus, muss ich sagen. Die meisten erkennen mich auch nicht als Herr Stromberg, weil der hat ja diesen Kinderschänderbart und diesen grauenhaften Haarkranz. Den meisten geht es so, wenn sie mich sprechen hören, dann kommt ihnen diese Stimme irgendwie bekannt vor. Bedeutet für mich, dass ich in der Öffentlichkeit einfach die Schnauze halte. Das würde ich auch vielen Promis raten, die machen es aber nicht. Aus anderen Gründen. Aus anderen Gründen. Ja. Ich habe mal gehört, dass du damals Stromberg gespielt hast, dass dir Prügel angedroht wurden auf der Straße, weil die gedacht haben, du bist doch der scheiß Chef da. Genau, die wurden mir angeboten, die habe ich dankend damals abgelehnt, aus Gründen. Und genau, das war die Begründung, so geht man nicht mit seinen Angestellten um. Das war als die erste Staffel, glaube ich, da lief, glaube ich, die zweite Folge oder so und hatten so einige verstrahlte Herrschaften noch nicht überrissen, dass es sich hier um eine Comedy handelt und nicht um eine Doku in einem real existierenden Versicherungskonzern. Ging mir dann im Nachsatz aber ehrlicherweise wie Öl hinten runter, weil anscheinend du warst so gut und war mir da eine Figur gelungen, die man geglaubt hat. Das geht natürlich aber nur so lange wie Öl hinten runter, wie du nicht mit gebrochenem Kiefer im Herz-Jesu-Krankenhaus liegst. Ja. Nächste Runde. Blau, Menschen, die nach Wurst riechen. Gelb, quasselnde Taxifahrer. Oder rot, du sitzt schon endlos lange 8 Minuten im Promo-Interview und der murmelförmige Moderator hat dich noch nicht auf deinen neuen Film angesprochen. Ach, jetzt habe ich schon gedrückt. Ich kann es doch entsperren. Jetzt habe ich schon gedrückt. Wenn du möchtest, du kannst auch mal neu. Kennst du das? Ich kenne das wirklich. Kennst du das? Ich fahre sehr oft mit den Öffentlich-Rechtlichen auch, aber Verkehrsmittel. Jetzt hast du dich verraten. Und es gibt Leute, die diesen Wurstgeruch, ich kann es nicht beschreiben, es gibt Leute. Ja. Ein Freund von mir ist... Der riecht nach Wurst. Also es war mein Freund. Ein Freund von mir, der isst tatsächlich täglich Fleisch. Mhm. Und selbst wenn der nicht Fleisch gegessen hat, riecht er nach Fleisch. Mhm.
weil der Körper natürlich versucht, Wurst, zu Fleisch, alles das, was schlecht riecht, nach außen zu transportieren. Die Haut ist ja bekanntermaßen das größte Ausscheidungsorgan. Die Sache mit, die Haut ist kein Organ, naja gut, ich sehe halt nicht, wo das ein Organ sein soll, ja, das ist aber lediglich meine Meinung. Das ist richtig scheiße. Ja. Isst du denn noch, isst du selber noch Fleisch? Ab diesem Gespräch jetzt gar nicht mehr. Bevor ich käme hier rein, alle würden sagen, boah, stinkt's hier nach Wurst, der Herbst ist da. Muss nicht sein, nee. Ich habe jetzt vegetarische Teewurst für mich entdeckt und das schmeckt überraschend lecker. Hätte ich gedacht, das ist eklig, aber ja, letztlich ist es eine Frage der Gewürze, der Würzung. Ja. Es geht gar nicht darum, dass da wirklich Leichnam drin ist oder irgendwas vom Tier. Du kannst ein rohes Stück Kalbfleisch, unterstelle ich jetzt mal, nicht von einem rohen Stück Rinderfleisch unterscheiden, aber die Würzung macht es zu dem, was es ist. Deshalb herzlich willkommen in meiner Welt. Ich würde auch eher zu der greifen als zu einer sogenannten echten. Man kann auch Menschenfleisch gut würzen, dann schmeckt es wahrscheinlich auch lecker. Ja, du hast mich nicht ausreden lassen, darüber wollte ich gerade reden. Dein neuer Film Contra startet, und zwar morgen. Morgen. In den deutschen Kinos. Und da spielst du einen sehr, würde ich sagen, speziellen Uniprofessor, der ein loses Mundwerk hat. Erzähl mal ganz kurz aus deiner Sicht. Ich spiele einen sehr speziellen Uniprofessor, der ein sehr loses Mundwerk hat. Und auf selbige Schnauze dann aber auch fällt. Mhm. Der macht... Der ist Rechtsprofessor, eine Koryphäe oder Konifere, wie du vielleicht sagen würdest. Und der macht gleich eine Erstsemesterstudentin bei ihrer ersten Lesung rund. Mhm. Die hat leider Gottes auch noch einen migrantischen Hintergrund. Und da wird er rassistisch, kann man vielleicht sagen. Dummerweise hat er nicht damit gerechnet, dass alle anderen Studierenden da sofort auf diese Situation die Handys halten. Und dann geht wie das so Ding ist heutzutage. Das Handy, keiner will mehr einen Live-Moment erleben. Sondern und dann geht das Ding viral. Ja. Genau. Dann setzt der Dekan, sein Chef, ihm die Pistole auf die Brust und sagt, okay, du fliegst oder du bereitest diese kleine Araberin, wie er sie nennt, also das sind alte weiße Männer, die viel zu viel Macht haben, du machst die fit für den... interuniversitären Debattierwettbewerb. Mhm. Und dann lässt er sich darauf ein und muss sie leider Gottes fit machen. Also zwei total krasse Welten, die nichts miteinander zu tun haben, prallen aufeinander und die Geschichte wird erzählt. Klingt nach Märchen, ist es auch. Ich werde mit Popcorn im Kino sitzen. Salz oder süß, dein Popcorn? Nachos, fettige Nachos oder selbst mitgebrachte Sachen? Nachos mit dieser analogen Käse, also im digitalen Zeitalter ist man ja voll über alles Analoge, was man auch findet. Im Käse fühle ich mich da zu Hause im Analogen. Jalapenos natürlich. Mhm. Wenn einem was brennt. Nicht gefällt, schmeißt man die einfach so den anderen Leuten in den Nacken. Ich war am Wochenende auf einer Veranstaltung, kam dann mit einem gewissen Promillewert nach Hause und habe dann Schablettenkäse gegessen. Weil ich mir gerade daran einfällt. Hallo, ich lasse immer das Plastik drum, damit es überhaupt noch was schmeckt. Liebe Freunde, guckt euch auf jeden Fall den Film an. Ich kann es empfehlen. Ich darf keine Kaufempfehlung geben. Öffentlich-rechtlich sind wir ja. Okay. Aber ich kann sagen... Die Leute sollen den ja auch nicht kaufen. Ja, nee, aber keine Ticket-Kaufempfehlung. Ich kann sagen... Nein, die sollen sich das schenken lassen. Ticket schenken lassen. Schenkt euch das kann man, glaube ich, empfehlen. Oder schmuggelt euch rein, verkeilt euch unter die Sitzbänke. Ja. Runde 4, blau, die bittere Erkenntnis, dass der Kauf eines Föhns im Grunde sinnlos ist. Gelb, die Backstage-Extra-Wünsche werden nicht erfüllt. Und rot, es ist Comedy-Preis und man sitzt neben Oliver Pocher. Dieses Schicksal hatte beim jetzigen Comedy-Preis Mola Adebesi. Okay. Die sind jetzt ganz dicke, komischerweise. Und der hat ganz viel Cola getrunken, habe ich gesehen. Aha. Du hast blau. Ja, bei mir, dieses Wort mit S, das mit Tromberg aufhört, sprachen wir ja eben schon, aber der Begriff fiel ja eben schon. Ich habe mir dieses Kurzhaar, das ich jetzt habe, man kann es ja nicht wirklich Frisur nennen, für das hatte ich mich quasi entschieden für Stromberg. Mhm. Damals hatte ich volles Haar noch. Mhm. Habe ich gerade auf dich gezeigt bei vollem Haar. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist also ich hatte ähnliches Haar wie du. Und mein Friseur sagt, ich habe feines Haar. Ich habe nicht wenig, ich habe feines Haar. Du hast also einen Friseur. Ja. Immerhin. Ja. Und da habe ich mir dann damals hier das in der Mitte alles rausrasiert und mir dieses Ding wachsen lassen. Und ich habe gesagt, so finde ich, muss der aussehen. Und naja, dann haben wir eine Staffel nach der anderen gedreht und dann bin ich halt bei dieser Frisur in Anführungszeichen halt geblieben. Aber wenn ich jetzt trotzdem aus so einem Memory-Effekt jetzt nochmal irgendwo hingehen würde und würde jetzt einen Föhn kaufen, um dann zu Hause festzustellen, was habe ich denn hier gemacht? Das wäre tatsächlich eine bittere Erkenntnis, deswegen blau.
Aber du könntest doch deine Körperbehaarung föhnen. Das ist dafür. Ich bin nicht behaart am Körper. Ich bekomme langsam Rückenhaare übrigens. Und das ist auch so ein Ding im Alter. Absolut. Ich habe nicht viel, sondern ich habe einzelne Haare, die extrem lang sind, die anfangen auf dem Rücken zu wachsen. Das erzählt man sich in der Branche auch über dich. Ich habe beispielsweise gestern habe ich meine Haare noch gewächst. Da habe ich nicht viel Haar, aber das wächst dann wahnsinnig schnell. Guck mal, gestern erst gewächst. Ja. Und so sieht es heute aus. Ne? Also, das Guinness-Buch hat mich schon angeschrieben. Kommen wir zur nächsten Runde. Blau, Freunde mit Fensterabzieher neben der Duschwand. Gelb, Männer, die am Flughafen stehen, Pissoir laut pupsen. Oder der Wuppertaler SV wird niemals die Champions League gewinnen. Was nervt dich am meisten? Kann man synchron noch alle drei? Nee, das darf man nicht. Das nervt dich? Du bist ja aus Wuppertal. Bist du ein WSV-Fan? Nee. Ich habe eine Geschichte zum Beispiel zu Gelb. Ich stand letztens, das war nicht am Flughafen, sondern in einem Kaufhaus am Pissoir. Und dann stand quasi 3 Zentimeter neben mir der Nächste und hat... Das ist doch, ja. Haben Leute... Aber Dennis, wo, wenn nicht da? Das stimmt wohl, aber... Wo, wenn nicht da? Guck mal, mein Schwiegervater, geht auf die 130 zu, der war irgendwo in der öffentlichen Toilette... Musste ein großes Geschäft vollziehen, Details erspare ich dir jetzt, hat die Tür natürlich zugemacht und so weiter. Und dann kam irgendeiner rein, ging ans Pissoir und mein Schwiegervater machte... Da sagt der Typ, alte Drecksau! Also wenn, wo wenn nicht da? Ja, das stimmt, ja. Oder? Und Freunde mit Fensterabzieher neben der Duschwand, habe ich selber. Also ich wollte gerade sagen, hast du das auch vielleicht? Ja. Da müssen die Gäste auch abziehen dann, wenn die geduscht haben. Ja, wir sprachen ja schon von Toiletten. Also abziehen ist immer sinnvoll eigentlich, wenn man irgendwas gemacht hat. Ja, wenn ich Besuch habe, geht der allerdings eher selten erstmal duschen. Danach, nach dem Besuch, natürlich. Muss man sich dann duschen, natürlich. Ja, klar. Ich habe gehört, dass deine Preise, die du gewonnen hast, auf deiner Gästetoilette stehen, weil du gesagt hast, die Gäste, da ist man ja oft als Gast, da kann sich die Preise oft anschauen. Ja, das ist reine Eitelkeit. Das klingt so bescheiden, auch in der Gästetoilette, wie süß. Ja klar, gekackt wird immer und da muss also jeder alles das sehen, was ich da mit der Zeit so angesammelt habe. Wie viele Comedy-Preise hast du zu Hause? 16 Stück, habe aber nur einen Grimme-Preis. 8 will ich mir jetzt einschmelzen lassen zu einem zweiten Grimme-Preis. Ja, wir haben nämlich auch den Comedy-Preis gewonnen letztes Jahr. Dieses Jahr sind wir leer ausgegangen. Danke. Auch für Benni. Für Benni natürlich auch, der hat sich am meisten gefreut. Was ich leider nicht geschafft habe. Hast du Tipps für uns, wie wir einen Grimme-Preis kriegen können? Das ist immer die Frage, Grimme oder Gala? Ihr taucht in beiden noch nicht so wirklich auf, nee. Ne? Ja. Ihr müsst dafür sorgen, dass beide Institutionen nicht um euch rumkommen. Aber ihr seid da auf einem guten Weg. Liebe Freunde, macht mal einen großen Applaus für Christoph Maria Herr. Ich schicke euch jetzt in die digitale Endcard und wenn ich das gemacht habe, werde ich dem Christoph 8 Minuten lang fragen, ob er mir den Stromberg macht. Also, oben gibt's Venom 2, ist echt dämlich, aber witzig, von Cinema Strikes Back. Und unten gibt's unseren Besuch bei Kai Pflaume. Wir waren bei Wer weiß denn sowas? Und, was soll ich sagen, wir haben nicht viel Geld erspielt. Das ist leider Spoiler. Christoph, danke dir. Ich danke dir. Tschüss. Grüße an Benni, gute Besserung. Tschö. Tschüss. Tschüss.